Ja, okay. Herzlich willkommen zum letzten Vortrag zu diesem Tages. Wie Sie sehen, mein Vortrag heißt Server streicheln in der Cloud, weil Server, ähnlich wie Haustiere, heute ein bisschen Zuwendung brauchen und nur wenn man ihnen regelmäßig Liebe zukommen lässt, also so beißen sie einen halt nicht in die Hand. Ich bin bei der Firma Bonfish, wir sind eine Spielefirma da in Graz. Uns also gibt es schon seit über ja, so 10 Jahren. Wir sitzen momentan am Eisernen Tor, haben ungefähr 50 Leute, die bei uns arbeiten. Und wir haben eben schon eine Reihe von Spiele produziert. Eben halt angefangen, hat das also total jetzt also so ein bisschen stoked. Das ist ein Snowboard-Spiel und wir haben sozusagen in den letzten Jahren, 10 Jahren eine Reihe von weiteren Spielen also so produziert, die halt einerseits eben halt Auftragsarbeiten waren, beziehungsweise halt andererseits wirklich jetzt also so Konsolenspiele. Was diese Spiele oder sehr viele von diesen Spielen halt haben, ist, sie finden in einer sogenannten offenen Welt statt, also das Spiele, die sozusagen ohne physikalische Begrenzung der Spielwelt sind. Und so offene Weltspiele sind für die Spielengine halt entsprechend schwierig halt umzusetzen, weil man für jeden Teil halt irgendwie des Geländes, wie soll ich sagen, entsprechende Daten halt irgendwie vorliegen haben sollte. Jetzt in den letzten Jahren, wo eben Machine Learning jetzt halt irgendwie da so groß geworden ist, war eben also die Idee, dass zum Beispiel jetzt also für manche Spiele wir nicht irgendeine Fantasiewelt modellieren, sondern eventuell eine Welt machen, die der Originalwelt, also der eben halt Erde, eben halt entsprechen. Und unsere Idee war, wir verwenden Machine Learning, um die reale Welt nachzubilden. Und wie wir das machen, ist im Wesentlichen irgendwie ganz einfach. Wir haben Zugriff auf Satellitenbilder und füttern diese Satellitenbilder halt unserem Machine Learning Algorithmus und der versucht dann da drinnen die Häuser zu finden. Und also so markiert die Häuser und was wir dann im Spiel machen, da wo dieser Algorithmus sagt, da ist ein Haus, bauen wir dann halt auch wirklich in unserer Spielwelt halt ein Haus hin. Eben jetzt in einer Stadt oder so ist es natürlich ein bisschen aufwendiger, weil dort sehr viele Häuser eben halt eng beieinander stehen und es vom Algorithmus her nicht immer klar ist, ob das ja so getrennte Häuser sind oder ob das Häuser sind oder ob das halt ein also so durchgehendes Haus ist. Worüber ich aber reden will, ist jetzt weniger diese Machine Learning-Anwendung selber, sondern die Infrastruktur, die wir dafür brauchen, um dieses Machine Learning in diesem, früher hätte man gesagt Web-Scale, heutzutage sagt man eben halt irgendwie so Planet-Scale, um das Machine Learning halt auf dieser Ebene jetzt halt irgendwie so durchzuführen. Und bei uns schaut die Architektur vereinfacht gesagt halt irgendwie so aus. Wir haben irgendwo halt eine Masternode, die sozusagen alle anderen halt irgendwie steuert. Und wir haben ein Frontend, wo unsere ja, also Data Scientists oder diejenigen, die die Welt modellieren, oder vor allem wir brauchen ja Trainingsdaten, also diejenigen, die sozusagen Tag ein, Tag aus nichts anderes machen, als wir auf den Bildschirm starren und sagen, das ist ein Haus, das ist ein Haus, das ist eine Straße, dass die halt ein Frontend haben, mit dem sie sozusagen unsere Datenbank füttern und dann starten wir sozusagen auf ja, so Knopfdruck halt die Berechnungen an. Wir haben also so Berechnungen, wo wir meistens 100 oder mehr Maschinen parallel laufen lassen oder teilweise so 200 Maschinen laufen lassen. Und die analysieren eben dann diese Satellitenbilder und werfen also so letztendlich irgendwelche Resultate aus. Vom Frontend her, das ist eine einfache Anwendung, geschrieben in Vue.js. Und unser Masternode hat im Prinzip nur so ein REST-Interface, wo halt irgendwelche Daten halt abgefragt werden oder irgendwelche Daten hingesendet werden. Und
Wie Sie sehen, also so sieht es dann aus, wenn entweder Leute markieren, was ein Haus ist, beziehungsweise die Darstellung da ist das Resultat von einem Machine Learning. Hat irgendwer schon erkannt, welcher Teil der Welt das ist? Bitte? Ja, genau, Graz. Und zwar, Hagenau jetzt also so die Innfeldgasse. Und ich glaube, wir befinden uns momentan irgendwo da in. Ja, oder da in dem Haus irgendwo, glaube ich. Oder da. Ja, ja, ich weiß es also selber nicht so ganz genau. Aber das ist also sozusagen unser Input oder das Resultat. Und darauf arbeiten wir und sozusagen im Spiel entstehen halt dann mit unseren Spielalgorithmen Hagenau dort halt dann entsprechende halt Häuser, damit diese Welt halt realistisch dann halt ausschaut. Also sozusagen das Frontend ist so geschrieben mit einem JavaScript-Framework. Unser Masternode läuft mit Ubuntu. Wir machen das alles also so mit Azure, nicht mit AWS. Hat einfach Hintergründe, dass Microsoft uns einfach ein besseres Angebot also gemacht hat und wir dort also recht einen guten Preis bekommen. Und wie das halt aufgeteilt ist, also wir haben einerseits wirklich virtuelle Maschinen halt angemietet, wo die Masternode halt irgendwie drauf läuft oder wo auch jetzt also so zum Beispiel die Datenbank drauf läuft, über die wir später dann noch mehr sagen. Und wir haben dann für Files, die halt irgendwie produziert werden, also unsere Resultate sind einerseits in der Datenbank und andererseits sind es dann irgendwelche Files. Und die Files legen wir halt in einen Storage Account ab. Storage Account in der Cloud ist im Prinzip nichts anderes als wie Service, wo ich recht einfach halt irgendwelche Blobs speichern kann, also irgendwelche Files speichern kann. Allerdings werde ich noch eben jetzt erzählen, wieso diese Services nicht immer so lustig sind, wie man denn das eigentlich meint. Also das heißt, wir haben diese Masternode, die im Prinzip alles halt irgendwie da so koordiniert. Wir wollen natürlich, wenn wir jetzt entwickeln, also sozusagen an dem Projekt jetzt also selber sind ungefähr 25 Leute dran. Wenn 25 Leute parallel was entwickeln, wäre es natürlich schon irgendwie ganz fein, wenn sie die nicht ja so gegenseitig ins Gehege kommen. Und darum haben wir 6 unterschiedliche Umgebungen. Die Namen sollten Sie teilweise selbst erklären. Also es gibt eine Testing-Umgebung, da laufen halt unsere Tests drauf, beziehungsweise hier und da stellen Sie irgendwelche Entwickler halt einfach dieses Environment, weil sie das gerade brauchen. Sonst, wenn die Entwickler so eine Art Produktivumgebung brauchen, machen sie das also im Development Environment. Dann haben wir Staging, dort findet also so die Qualitätssicherung statt. Und das, was wir Production nennen, das ist eben das, wo wir diese halt Annotationen machen und wo wir das Machine Learning laufen lassen. Das ist also nicht, wo dann letztendlich das Spiel irgendwie drauf zugreift, sondern das ist das, wo wir die Daten also generieren. Dann haben wir noch Verification, habe ich das genannt. Wir arbeiten mit diversen externen so Partnerfirmen zusammen. Und auch diese Partnerfirmen wollen hier und da sehen, was wir halt irgendwie so treiben. Und wir wollen sie aber nicht unbedingt auf die Produktion lassen, weil wenn die dort herumfuschen und einmal so Delete drücken, dann wäre halt eventuell viel hin. Also haben wir für die halt ein eigenes Environment aufgesetzt, wo sie sich halt austoben dürfen. Und dann haben wir eben noch das Live-Environment. Das ist das, wo dann wirklich das Spiel drauf zugreift. Und im Live-Environment, das ist im Prinzip ohne Rechner und ohne Server, da liegen dann nur die Files und die werden halt dann über CDN dann halt entsprechend verteilt. Damit man, wovon wir jetzt ausgehen, viele Millionen Leute dieses Spiel spielen werden, damit die möglichst diese Files halt alle mit möglichst wenig Latenz bekommen. Damit man so 6 Umgebungen schön verwalten und hochziehen kann, wir haben ungefähr pro Umgebung, ich würde mal sagen, 30 bis 40 so eigenständige Bausteine. Eben halt angefangen von einem virtuellen Netzwerk über die verschiedenen Maschinen, dann bei halt Azure haben zum Beispiel die IP-Adressen seine eigene Resource oder dann haben wir die Storage-Accounts, dann haben wir Queues, dann haben wir eben die verschiedenen Bestandteile. Und wenn wir das jetzt alles immer von Hand anlegen würden,
dann wäre es recht mühsam, vor allem wenn wir irgendwelche Veränderungen machen und wir das auf 5 von den 6 Umgebungen nachziehen müssen, dann wäre das ein bisschen blöd. Darum haben wir das eben automatisiert mit Hilfe von Terraform. Ich weiß nicht, heute um 4, glaube ich, war ein Vortrag, der ein bisschen im Detail über Terraform erzählt hat. Falls Sie überhaupt nicht wissen, was das ist, eben also so Terraform ist im Prinzip Programm, wo ich mit Hilfe von ein bisschen Template-Code eben halt irgendwie sage, wie meine Infrastruktur halt ausschauen soll. Also so zum Beispiel, ich sage da rüben, ich brauche eine virtuelle Maschine für die Datenbank, die soll halt in der Location, also solche Anbieter sind unterteilt in verschiedene Regionen. Wir arbeiten teilweise in der Region West Europe und teilweise in einer amerikanischen Region. Und für welche Resource Group, das ist im Prinzip nichts anderes, als wie, dass ich verschiedene Maschinen oder Teile halt in eine gemeinsame Gruppe geben kann, damit die Verwaltung ein bisschen einfacher ist. Und dann sage ich, was soll es für ein Network-Interface haben? Vor allem, eben jetzt also so, wie groß ist diese Maschine? Und dann definiere ich eben halt auch noch die Disk und so weiter. Und solche Module haben wir eben für die Datenbank, für die Masternode, für das Netzwerk, für die Storage-Accounts und so weiter und so fort. Und die werden dann da herüben sozusagen als Module schrittweise einbunden. Eben also man sieht da jetzt also so zum Beispiel noch dieses Network-Modul. Wozu das führt, ist, dass wir sozusagen ein einfaches, also so Konfigurationsfile haben, wo wir zum Beispiel sagen, in der Produktion soll die Datenbank Rechner sein mit 64 Cores und sagen wir 256 GB RAM. Und in der Entwicklungsumgebung soll die Datenbank aber bloß Hausnummer 4 Cores und nur 40 GB RAM haben, damit wir eben für die Entwicklungsumgebung halt ein bisschen Geld sparen. Und dann sozusagen drückt man halt einfach auf einen Knopf und diese Entwicklungsumgebung entsteht. Und wir brauchen aber sonst nicht mehr halt irgendwie so dazu tun, wenn es funktioniert. Wir haben ausreichend irgendwie damit also so zu tun, dass hier und da entweder, ich weiß nicht, unsere Programme, das ist aber so gut wie nie der Fall, oder eben halt Azure sagt, na, irgendwas ist jetzt anders als wie vorher. Und dann läuft es nicht reibungsfrei durch und darum haben wir nach wie vor eine Beschäftigung und drücken nicht nur so den ganzen Tag lang auf den Knopf. Ja? Also das heißt, wir nehmen also eine Template-Sprache, um eben diese Umgebungen, wo die ganzen Rechner, die virtuellen Netzwerke und so weiter drinnen sind, eben halt irgendwie hochzufahren. Das eigentliche Deployment machen wir dann also so mit Hilfe von Jenkins. Wir haben zwar unterschiedliche halt Arten. Nachdem wir in dem Sinn virtuelle Maschinen haben und nicht jetzt irgendwie Docker oder überhaupt serverless unterwegs sind, brauchen diese virtuellen Maschinen natürlich ein Basis-Image, wo das Betriebssystem drauf ist. Und wir haben sozusagen einen eigenen Bildprozess. Das ist das, dieses Build and Deploy Images, wo man neue Basis-Images für die Masternode oder für die Compute-Nodes bauen. Das braucht ungefähr 50 Minuten und weil uns das 50 Minuten halt irgendwie zu langsam ist, haben wir parallel, das nennt sich nur so Hot Deploy, da machen wir im Prinzip nichts anderes, als wie wir machen halt einen Tarball, schieben den auf die Maschine drauf, eben entpacken den dort und starten dann als die Services nochmal neu. Das Hot Deployment braucht ungefähr eine Viertelstunde oder sowas oder hier und da ist es auch eine Spur schneller. Und dadurch sind wir in der Lage, sozusagen mehrfach pro Tag halt irgendwie so zu deployen. Was natürlich für, wenn unsere Entwickler halt irgendwas ausprobieren, natürlich fein ist, dass die recht schnell halt ein Feedback halt bekommen, weil läuft lokal oder läuft also bei mir, ist halt nicht eine ausreichende Aussage. Ja? Für das Image bauen nehmen wir Packer her, das ist ebenfalls ein Tool von HashiCorp. Das macht nichts anderes als wie, das ist auch so ein Beschreibungsfile, das sagt einerseits, wie dieses Image halt ausschauen soll, dass wir zum Beispiel verschiedene Tools drauf haben. Dort macht man dann auch das Installieren von irgendwelchen Pakete. Eben also so zum Beispiel unser Masternode ist geschrieben in Python.
Und dann installieren wir sozusagen halt im Imagizer schon vor, dass jetzt also so Python drauf ist und halt ein paar andere Libraries, die wir halt für den Betrieb brauchen. Ja, die eigentliche Berechnung findet eben dann auf diese hunderte Maschinen statt. Und jetzt ist eben die Frage, wie man sinnvollerweise hunderte Maschinen verwaltet. Und Azure bietet dafür ein Feature an, das nennt sie Scale Set. Da hat sozusagen jede Maschine haargenau dasselbe Basis-Image. Und alles, was wir tun müssen, ist an einen Regler sagen, jetzt hätte man bitte gern 100 Maschinen oder jetzt hätte man bitte gern 50 Maschinen. Und dann werden im Hintergrund zum Beispiel 100 neue Maschinen hochgefahren. Was wir dann haben ist, wenn diese 100 Maschinen hochfahren, dann, sobald sie hochgefahren sind, melden sie die bei der Masternode an, also sozusagen, hallo, ich bin jetzt als betriebsfähig, und dann fängt die Masternode an, halt Rechenaufgaben an diese Nodes also so zu verteilen. Und was man dann halt sieht, also wir verwenden die halt nur genau für die Rechenaufgaben und nachher nicht, aber wenn die halt einmal loslegen, jetzt also so wie da, dann haben wir so zu Spitzen, wir zeigen diese, jetzt heißt es Compute Nodes, innerhalb von, was steht da, 6 Stunden, innerhalb von 6 Stunden haben die dann zum Beispiel einen Traffic von ungefähr 2 Terabyte, weil wir halt diese Satellitenbilder runterladen auf unsere, sagen wir mal so 200 Maschinen, die dort dann halt analysieren, bearbeiten und Resultate halt auch wieder halt irgendwo hinspeichern. Und wenn man das halt mit so vielen macht, und wir haben es so weit optimiert, dass wir halt auf ungefähr Prozessraten von, ich würde mal sagen, 30 Megabyte pro Sekunde oder sowas kommen. Wenn man 30 Megabyte pro Sekunde mal ungefähr 200 Rechner mal 6 Stunden hat, dann ist man halt bei jetzt ungefähr diese 2 Terabyte, die halt übertragen werden. Oder in dem so Zeitraum waren es halt in Summe dann halt überhaupt 160 Terabyte. Ja? Also das heißt, wir nehmen die Infrastruktur schon recht stark her. Wir haben natürlich auch das Problem, dass diese 200 Nodes dann parallel auf die Datenbank hingreifen. Das heißt, wir haben uns überlegen müssen, was wir eben jetzt also mit der Datenbank halt irgendwie tun. Wichtiger Punkt dass bei diesen ganzen Services ist das Monitoring, weil sonst weiß man nämlich nicht, was momentan irgendwie passiert oder wenn, stellen Sie sich vor, auf einen von diesen 200 Rechnern halt ein Fehler passiert. Wie soll man herausfinden, wann ist er passiert, wo ist er passiert und warum ist er passiert? Das heißt, wir haben in unserer Applikation recht ein extensives Logging eingebaut und wir locken das alles zentral auf einen einzigen Elk-Stack. Und das ist eine Maschine, ich glaube, mit 16 Prozessoren oder 32 Prozessoren. Und die ist in der Lage, wir haben zu Spitzenzeiten bis zu 10.000 Log-Nachrichten pro Sekunde. Die ist in der Lage, die halt einfach irgendwie so reinzuholen, zu halt indizieren, damit man nachher dann halt irgendwie da noch suchen können. Was uns da zum Beispiel beim Logging wichtig war, ist, dass das Logging nicht unsere Berechnungen aufhält. Und darum haben wir uns entschieden, wir senden diese Log-Nachrichten nicht mit Hilfe von einer normalen so TCP-Verbindung, sondern wir senden das mit Hilfe von UDP, damit man nämlich, falls warum auch immer, unser Log-Node überlastet ist, die Rechen-Nodes, also diese Compute-Nodes, nicht darauf warten müssen, TCP-Verbindung hin, also so zu bekommen zum Log-Server, um dann also Sachen herauszuholen. Sondern wir sagen einfach, UDP, die Pakete rauschen an, was die Log-Node schafft, fein, und was sie heute irgendwie verliert, ist auch fein. Ja, also wir haben nicht den Anspruch, dass wir 100% aller Log-Messages wirklich abbekommen, obwohl wir haben es nicht gemessen, aber ich glaube, wir schaffen nahezu 100% der Nachrichten halt irgendwie so zu empfangen. Wenn wir sie dann uns halt anschauen, sozusagen im Detail, dann nehmen wir ein Plugin her im Elk-Stack, das nennt sich Logtrail. Da haben wir unsere Log-Nachrichten einerseits unterteilt, also mit Hilfe von einem Datum, auf welchem Host das halt irgendwie passiert ist, dann in welchem Teil vom Programm das passiert ist, in welchem Environment.
das also passiert ist, bei welchem Task, und dann haben wir eben halt irgendwelche Meldungen. Ich habe absichtlich nur eben halt Infomeldungen her dann und nicht Warnings oder Errors, die natürlich auch manchmal entsprechend häufig vorhanden sind, aber ich habe mir gedacht, bei einem Vortrag macht man sowas nicht. Ja. Ja, damit wären wir schon bei der Datenbank. Immer, also wie gesagt, in der Produktion ist es recht eine große Datenbank, also mit 64 Prozessoren und Haufen RAM. Unsere Datenbankgröße, da rühme ich eben irgendwo Sigmas, ist neu eben an einem Terabyte. Und wenn man mal eine Datenbankinstanz also mit einem Terabyte hat, dann ist es, werden verschiedene halt Aufgaben, ich würde mal sagen, wichtiger oder verschiedene Strukturierungen bei den Daten selbst, also zum Beispiel, was indiziere ich oder wie häufig lasse ich so bei Postgres Vacuum laufen, werden dann wesentlich wichtiger, als wie wenn die Datenbank zum Beispiel nur so 5 Gigabyte hat. Wir haben jetzt erst also so kürzlich unser Backup umgestellt. Hintergrund war unser halt erstes Backup war einfach ein logisches Backup, also das heißt einfach mit Hilfe von pgdump haben wir das halt als SQL-File rausgeschrieben. Nachdem dieses pgdump letztendlich 14 Stunden braucht hat, haben wir uns halt irgendwie gedacht, okay, das ist nicht mehr die halt optimale Variante. Und jetzt sind wir vor ein paar Monaten umgestiegen auf eine Lösung, die heißt Wall-G, ist der Nachfolger von Wall-E, wenn das irgendwer kennt. Und das ist sozusagen ein Point-in-Time-Recovery. Man macht einerseits eine Kopie von den physikalischen Dateien und andererseits eben so also Postgres schreibt da so ein Write-Ahead-Log, also wo die Transaktionsdaten hineingeschrieben werden, bevor sie in den Tabellen eben so also persistiert werden. Und dieses Backup sichert sie einfach laufend diese Transaktionsdaten mit, so dass wir dann in der Lage sind, eben jetzt also sozusagen, wir wollen, warum auch immer, haben genau den Punkt, ja, jetzt also von gestern um 17.35 Uhr rekonstruieren. Das Feine ist sozusagen an diesem Backup ist nicht nur, dass man es auf einen bestimmten Punkt retour rollen kann, sondern dass es halt wesentlich flotter ist, als wie halt irgendwie diese 13 Stunden, also so von Hilfe, jetzt also so mit pgdump. Als Monitoring, das habe ich da hingeschrieben, verwendet man pgwatch. Das ist von Cybertech. Das ist einfach ein Docker-Image, das schon viele nette Sachen drinnen hat und das mit Hilfe von Grafana, die dann also visualisiert. Und das ist unsere große Hilfe herauszufinden, welche Sachen funktionieren momentan oder wo, bei welchen halt Abfragen haben wir ein Problem. Weil wenn bei uns sozusagen bei einer Tabelle, die sagen wir 300 Gigabyte groß ist, wenn man die halt ohne halt Index irgendwie durchackert oder so und eventuell noch ein Join macht, wo die Zeilen dann explodieren, dann läuft es mehr oder weniger ewig. Von der Security, unsere Services sind eben teilweise übers Internet erreichbar, weil wir ja da in Graz sitzen und die Rechner eben halt irgendwo in der Cloud. Habe ich mir nur eine einzige einziges Bild aus unserem Monitoring-Tool heraus. Ja, so geholt, das sind SSH-Login-Attempts. Und wir haben, ich glaube, die Einheit da ist jeweils eine Stunde oder zwei Stunden, aber wir haben sozusagen pro Stunde halt ein paar tausend Login-Attempts. Wie sie da sozusagen am VAP-Code sehen, sind die meisten davon fehlgeschlagen oder sonst was. Und wenn man sich halt anschaut, wo sind die her? Wir sitzen da in Graz und die anderen Kreise sind, glaube ich, nicht wir. Ja? Also das heißt, man sollte, wenn man Server hat, die öffentlich zugänglich sind, dann sollte man sich schon im Vorfeld überlegen, dass das Passwort vielleicht nicht Blume 1 oder sonst was heißt, weil das finden die Leute dann doch recht schnell heraus. Wir haben einmal, ich glaube, unseren ersten Elk-Stack, also unser Log-Node einmal nicht ausreichend irgendwie gesichert gehabt und haben plötzlich, ich weiß nicht, wie viele eigenartige Log-Meldungen in unseren Einträgen gefunden. Und dann haben wir uns halt irgendwie gedacht, okay, vielleicht müssen wir da doch ein bisschen nachbessern. Eben jetzt habe ich noch gesagt, letztendlich produzieren wir Files für das Spiel und diese Files werden in einen
Storage Account abgelegt. Jetzt produzieren wir jetzt halt ein paar Gigabyte an Files und vor allem ein paar Millionen Files letztendlich für das Spiel, weil wenn wir Informationen für die ganze Welt produzieren, dann laden Sie das ja im Spiel nicht auf einen Rutsch runter, sondern was Sie im Spiel machen ist, wenn Sie jetzt also zum Beispiel gerade in Russland aktiv sind, dann laden Sie halt die paar Files von Russland runter. Oder wenn Sie dann plötzlich in Australien aktiv sind, dann laden Sie halt die paar Files von Australien runter. Und jetzt habe ich schon vorher gesagt, wir legen diese Files in einen Storage-Account ab. Und das, wie soll ich sagen, das Interessante an diesen Storage-Accounts ist, das sind wirklich irgendwie totale Basis-Accounts. Da gibt es kein Rename, da gibt es kein so Kommandozeilentool, mit dem ich sage jetzt irgendwie Copy oder sonst was. Sondern wir haben uns praktisch ein eigenes Tool geschrieben, das halt Files hin und her kopiert. Und da gibt es auch nicht wirklich irgend so einen Stern Wildcard oder so irgendwas. Das heißt, wenn wir 4 Millionen Files aus der Produktionsumgebung in die Live-Umgebung hin kopieren wollen, müssen wir 4 Millionen Mal sagen, dieses File bitte dahin, dieses File bitte dahin. Und wie Sie da unten sehen, da haben wir versucht oder haben 2 Millionen Files halt hin und her kopiert, also von der Produktion in Richtung Live, und dafür haben wir 4 Stunden gebraucht. Also wir haben sozusagen eigene Node, eigene virtuelle Maschine, die macht nichts anderes, als wie darauf zu warten, dass irgendwer sagt, und jetzt also bitte Files kopieren. Und dann saust die also los und macht also Files. Wenn wir unseren gesamten Informationsbestand vom Spiel hin und her kopieren, das sind momentan ungefähr 25 Millionen Files und haben eine Größe von ungefähr 1,5 Terabyte, dann braucht man dafür ungefähr 24 Stunden, um die sozusagen von A nach B zu kopieren. Nämlich innerhalb von der Cloud aus. Das geht eigentlich nur sozusagen im Azure-Rechen, ja, so Zentrum von einem Platz auf den anderen. Aber wir müssen halt 24 Millionen also solche Befehle halt absetzen. In Summe sind für diesen operationalen Betrieb und für das Überlegen, wie man diese Tasks auf diese Compute Nodes verteilt, sind bei uns momentan nur so 2 Leute tätig. Im Machine Learning Team sind 6 bis 8 Leute tätig. Dann haben wir noch eine Handvoll Leute, die eben Sachen also markieren, sozusagen, was ist ein Haus, was ist ein Fluss und ähnliches. Und dann natürlich ein paar, also eine Reihe von Leuten, die am eigentlichen Spiel programmieren, also die dann diese Daten hernehmen, um halt wirklich eine hübsche Landschaft irgendwie zu generieren, in der man sie dann im Spiel halt irgendwie bewegen kann. Das Projekt ist noch nicht abgeschlossen. Es gibt noch eine Reihe, wie soll ich sagen, lustige Herausforderungen, sowohl beim Machine Learning wie beim Betrieb, weil, wie soll ich sagen, wir sind draufgekommen, die Welt ist recht groß. Und was eventuell beim Machine Learning in Europa funktioniert, funktioniert nicht notwendigerweise in Australien oder in Afrika. Darum sind wir sozusagen noch laufend auf der Suche nach neuen Leuten, die so eine Aufgabe interessiert. Damit wäre ich mit meinem Überblick fertig. Ich weiß nicht, haben Sie irgendwelche Fragen? Ich weiß, das war jetzt sozusagen sehr jetzt aus der Vogelperspektive, aber innerhalb von 25 Minuten ist fast nicht mehr möglich, als wie, dass man ein bisschen was aus der Vogelperspektive erzählt. Haben Sie irgendwelche Fragen? Okay. Vielleicht, wenn ich nur Schmankerl erzählen sollte, wir verwenden Maschinen, damit wir eben ein bisschen Kosten sparen. Das sind Low-Priority-Nodes, die uns Azure sozusagen jederzeit unterm Hintern wegziehen kann. Und interessante Erfahrung, die wir zum Beispiel also gemacht haben, ist, dass teilweise die Festplatte der Maschine vorher verschwindet, bevor die Maschine runtergefahren worden ist. Was ein bisschen unerwartet ist, wenn man auf einmal bestimmte Systemdateien also nicht mehr vorfindet. Ja. Wir sind auch in, ich weiß nicht, wie viele Limits hineingelaufen. Es heißt immer jetzt also so, die Cloud ja, so, hat unendlich viele Ressourcen. In der Praxis sind wir drauf gekommen,
Die haben bei den verschiedensten APIs harte Limits und wir sind schon mehr als wie einmal in irgendein Limit hineingelaufen und haben drumherum arbeiten müssen. Ja, wenn Sie sonst irgendwelche Fragen haben, ich werde nachher noch ein bisschen dastehen. Sonst also vielen Dank, dass Sie da waren und ich wünsche Ihnen noch einen schönen restlichen Tag.